Was machst du da? Schalömpchen, Freunde. Schalömpchen. Neulich, als wir das Tuning-Chopper-Video gemacht haben, ist uns eine lustige Sache aufgefallen. Und zwar haben wir da zum ersten Mal wirklich unsere DJI FPV-Drohne ausprobiert. Und als wir dann selber an uns näher rangeflogen sind, ist uns aufgefallen, dass wenn man sich selber von oben aus der Vogelperspektive sieht, dass man absolut nicht mehr laufen kann. Das Gehirn schaltet irgendwie komplett auf Wahnsinn-Modus und du kommst gar nicht mehr klar, verlierst komplett die Orientierung. Deshalb haben wir uns eine lustige Sache überlegt. Und zwar habe ich nämlich hier ein Parcours aufgebaut. Das sind ungefähr 15 Meter. Und die werden wir jetzt gegenseitig, beziehungsweise beide, mit dem Xiaomi 1S in der Vogelperspektive versuchen zu bewältigen. Genau, ich zeige ganz kurz einmal den Parcours. Hier starten wir mit dem E-Scooter. Dann haben wir die erste Pylone, die zweite Pylone, die dritte, vierte. Die wird natürlich im Slalom absolviert. Dann haben wir hier das Ziel und hier darf man nicht raus. Das bedeutet, man muss in diesem Kreis wenden. Dann wendet man und kommt anschließend den gleichen Weg zurück. Wir probieren, ob wir es beide schaffen können. Vielleicht, wenn es vom Akku her nicht reicht, macht es nur einer. Aber ich denke, das wird auch schon schwierig genug. Und da würde ich sagen, viel Spaß. Viel Spaß. So, Freunde, die Drohne ist oben in Position gebracht. Ich bin noch nicht. Vom Emanuel werde ich euch jetzt hier mal einblenden. Ich bin noch nicht in Position. Ich sehe mich noch nicht. Boah, ist das verbuggt, Alter. Ich denke die ganze Zeit, ich muss nach unten gucken. Aber ich fahre jetzt mal. Wünscht mir Glück. Boah! Scheiße! Ich muss mal wieder back to track. Freunde, wir machen es gleich noch mal schwerer. Dann fliege ich immer mit der Drohne hinterher. Da muss ich jetzt mal umdenken. Geht ja gar nicht. Mir wird der jetzt schon schlecht. Boah, ich bin hier drin. Ich mache jetzt noch einmal drehen. Boah, ist das heftig. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so verbuggt ist. Ich kann gar nicht lenken, so schlimm ist das. Okay, jetzt ist es noch behinderter. Jetzt ist er von der anderen Seite. Hast du Spiegel verkehrt. Jetzt ist es noch schwieriger. Okay, das kannst du vergessen. Aber wieso funktioniert das in der falschen Richtung? Junge, ich habe einen geschafft. Oh! Naja. Junge, jetzt so. Ich würde mal ganz kurz erwähnen, so eine Brille kostet 600 Tacken. Scheiße. Du hast das Handy gedroppt. Okay, Freunde, ich muss dazu sagen, ich muss schon im Kettenkarussell reiern. Wenn das aus ist und ich daneben stehe. Das ist so verbuggt. Ich habe gedacht, ich lenke nach rechts. Aber ich habe einfach nicht nach rechts gelenkt. So mein Arm. Ich habe gedacht, ich mache den Move nach rechts. Aber wirst du jetzt mehr. Boah, ist das scheiße, Alter. Der fährt nicht. Ja, du musst ein bisschen Anlauf nehmen. Wo ist der PG? Was ist da los? Falsche Richtung. Aber hat funktioniert. Die Brille kostet 600 Euro. Ich habe das am Anfang schon nicht gerafft. Und dann denkst du längst nach rechts, aber du machst einfach nichts. Boah, ich versuche jetzt mal, habe ich irgendwas fallen lassen? Nee. Ich muss mal ganz kurz stehen bleiben, Alter, sonst kommt, also, ich sag mal, das so als 24-Stunden-Challenge. Ich würde direkt kotzen und dann würde ich nochmal kotzen. Und dann würde ich noch dreimal kotzen. Okay. Und dann will ich vielleicht gehen. Ich wäre jetzt mal hier. Alter, ihr denkt vielleicht, das ist Unfall, weil ich gerade laufe. Die Koordination ist heftig. Also, du musst weiter rüber. Ja, andersrum. Ja, genau so. Ja, 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 ja. Naja, ja, ja. Ich hab gerade. Am Anfang war ich richtig kurz im Flow. Ja, habe ich gemerkt. Also, und dann, ich dachte, du machst das besser als ich. Jetzt kackst du richtig ab. Okay, dann starte mal. Mit so Bomb. Das ist so ein nasser Sack. Junge. Alter. Ich muss da jetzt nochmal versuchen. Von mir aus. Du kannst da gar nicht mehr aufstehen. Junge, ist einem schwindelig davon. Dann setz dich doch eben ab.
Nein, ich zieh das jetzt noch durch. Ich zieh das jetzt noch durch. Boah, ich muss mal ganz kurz einmal stehen, Alter. Wenn du dich die ganze Zeit bewegst. So ein Zentimeter vom Ziel, so. Ja, hab ich gesehen. Boah. Freunde, ohne Scheiß. Das ist heftig. Wir machen ja im Sommer ein Scooter-Treffen. Das bringen wir mit, dann kann das einer von euch auch machen. Das ist unnormal lustig, aber auch so extrem schwer. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss das jetzt noch einmal machen. Ja, pass auf, wir machen jetzt aber für Manuel erhöhten Schwierigkeitsgrad. Denn die Drohne wird sich jetzt bewegen. Ja, ist klar. Ich habe leider nur eine Hand frei, das heißt, ich kann nur vor und zurück. Kannst go machen. Boah, mir ist schon schlecht. Ich guck die ganze Zeit nach unten, aber ich kann da genauso gut nach vorne gucken. Das ja, ich weiß, aber guck trotzdem nach unten irgendwie. Oh! Ich hab einen gehittet. Oh, schon wieder! Falsche Richtung. Da dürft es ein bisschen ab. Ein bisschen ist gut. Boah, Alter. Boah, ist das verwackt. Ich kann gar nichts mehr. Ja, war bei mir gerade auch so. Konnte nicht mal mehr stehen. Okay. Boah, Junge, ich kann nichts mehr. Alter, mir ist komplett schwindelig. Jo, ich werde jetzt mal die Drohne nach hinten bewegen. Gucken, ob der dann... Alter! Fast nicht geschafft. Alter! Ich wollte echt ins Ziel fahren, ne? Aber mein Arm hat einfach gesagt, nö. So, ja. Nö. Ist aber vorbei. Okay, das ist, boah. Falls ihr euch übrigens fragt, warum wir das auf dem Rasen machen, weil wir uns schon gedacht haben, dass wir uns 1000 Mal aufs Maul legen. Ja. Falls ihr euch fragt, warum wir das auf dem Kirchplatz machen, Freunde, wofür zahlen wir Kirchensteuer? So oft das ein Hütchen. So dreimal im Kreis gefahren. So, hier ist ein Busch. Ja, sehe ich. Der muss hier. Ja. Oh, er ist näher als. Näher als gedacht. Was machst du da? Also, ich habe gerade übelst die Orientierung verloren. Das war gerade richtig verwandt. So, oh, da ist ja ein Busch einfach so reingegangen. So komplett. Aber ich glaube, wenn du wirklich. Wenn du mal 2 Minuten lang so laufen würdest, Alter, ich würde kotzen. Ja, aber es ist halt besser als E-Scooter fahren, weil dann spürst du wenigstens was, ja, okay, von deiner Umgebung. Beim E-Scooter fahren ist halt eher du bist halt komplett weg, du spürst ja nichts, ja, was abgeht. Bei dem E-Scooter ist halt wirklich nur die Koordination zu den Armen. Ja, aber du musst ja, so hast du ja genug Zeit zu merken, okay, ich laufe jetzt rechts und ich muss nach rechts. Aber wenn du dann andersrum auf einmal lenken musst, ey, das ist schon Krampf. So, nächste, Freunde, wir holen mal ganz Challenge. Kurz einmal die Drohne runter, oder? Nächste Challenge mit dem Motorrad. Freunde, wir holen mal eben kurz die Drohne runter, ist das hier auch ein bisschen ruhiger. Nee, ist schlecht. Ja. Also schwindelig ist echt wie Sau. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Die FPV-Drohne hat einen guten Job gemacht. Leider sind die Akkus schweine teuer. Wir haben nur einen, werden es vielleicht nochmal einen zweiten irgendwann holen. Hat richtig Bock gemacht. Falls ihr auch sowas habt oder auf eine bessere Idee kommt, wie man das noch anders machen könnte. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, hinten so eine Art Stange an den Rücken dran machen und dann 360-Grad-Kamera von oben an einen dran zu kleben, wäre auch eine Option. Müssen wir mal gucken. Und dann mit Handy irgendwie, so eine VR-Brille für Handy. Müssen wir mal schauen, Freunde. Auf jeden Fall, das war übelst lustig. Wir können euch auf jeden Fall empfehlen, das nachzumachen. Aber macht das dann, wenn wie wir auf einer Wiese. Ich meine, wenn du dich hier aufs Maul legst, da lachst du, da tut nichts, weil kannst du ja nicht bei wehtun. Hätten wir das auf Steine gemacht, wir hatten das erst geplant, auf Steine zu machen. Haben uns dann nochmal umentschieden. Das wäre auf jeden Fall keine gute Idee gewesen. So, ja, das hätte auf jeden Fall gehabt. Also das war jetzt mindestens. Das hätte noch keinen Spaß mehr gemacht. Das war auf jeden Fall lustig, uns ist beiden schlecht. Aber hat Bock gemacht. Freunde, wenn ihr weiter solche lustigen Challenges sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und würde uns auch echt freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Das haben wir, glaube ich, noch nicht so oft gesagt. Aber könnt ihr echt machen, wenn ihr Bock habt, einfach mal so irgendwo posten. Müsst ihr nicht. Das ist natürlich alles freiwillig. Abo nicht, Abo ist Pflicht. Abo ist Pflicht. Schon mal vor, irgendeiner reagiert da drauf. Fände ich auf jeden Fall lustig. Ich auch. Ich glaube, ein Video hat mal geschafft, unser Let's Plays. Das hat schon ziemlich... sich ziemlich komisch angefühlt, sage ich immer. Wenn Leute so über dein Video reden, was man gemacht hat, ne? Ja. Ja, ja. Weil man ist einfach viel zu klein dafür, dass man
sowas schon hat. Ja. Naja, gut, Freunde, das war aber auch mit 5 YouTuber, die vor laufender Kamera fast gestorben sind. Ob das jetzt so gut ist, dass wir da in dem Video vorgekommen sind, ist mal dahingestellt. Übrigens gibt es bei Wissenswert, keine Ahnung, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren nicht vergessen und dann ciao.